work, work. Ja, würde ich auch sagen. Grüße euch und tschüss, Wangschattner, zur weiteren Folge Crime Scene Cleaner mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir hier in diesem Party Resort angefangen. Und so würde ich sagen, machen wir heute mal in diesem Party Resort fertig. Easy going. Es wären noch 3 Bierfässer. Oh, Moment, ich weiß, wo eins ist. Ich weiß doch, wo eins ist. Hier ist noch eins. Ich kann mir gut vorstellen, dass die halt überall verstreut sind. Ja, super. Das habe ich jetzt inzwischen auch schon rausgefunden. Aber es ist das Richtige. So. Dann schauen wir mal, ob wir schneller sind. Mist. Ich wollte gerade gucken, ob ich schneller bin als das Gerät hier. Na gut. Jetzt soll ich hier erstmal aufräumen. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen, bevor ich die ganzen Flaschen kaputt gemacht habe. So, ist hier noch mehr, noch mehr. Ich weiß immer noch nicht, wo man den Pool hier wieder füllt. Aber gut, vielleicht ist es ja nicht mal Mission, dass man den füllen muss. Kommt doch mal zusammen, rück doch mal ein Stück. So, jetzt. Dann haben wir hier noch die hier. Müll, 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 Müll. Geld, das nehme ich nachher gleich. Na denn. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zugucken oder es entspannt euch wenigstens ein bisschen. Tut mir leid, wenn ich immer wieder dasselbe rede. Ab und zu mal vor. Irgendwie kommt es mir auch immer so vor, wie wenn ich sage, ah, okay, jetzt machen wir das als nächstes, dann machen wir das als nächstes, dann machen wir das als nächstes. So ein bisschen Ding hier. Ich sag's mal so, ich versuche ein bisschen lockerer zu reden. Ich versuche mal ein bisschen lockerer zu reden. Das Problem ist halt, dann muss ich hier kurz nachdenken und dann bin ich wieder an der Stelle hier. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich habe ich ja schon am Anfang so drüber nachgedacht, ob ich hier nicht ein bisschen was zusammenschneide. Die ganze Sache hier. Oh, das geht auch. Nicht alles, was grün markiert ist. Dann tun wir doch die Becher auch weg. So, was war das für eine Flasche? Keine Ahnung. Also hier so ein... ich hätte eigentlich ein paar Gesprächsthemen, sage ich mal, wo ich... Land hatte, so Sachen, wo ich ansprechen wollte und Dinge halt. Aber, ja, ich habe halt nie wirklich die Gelegenheit dazu bekommen. Na gut, ich kann jetzt hier einfach so mit dem Thema anfangen und, Dinge, aber ich habe immer gewartet, dass irgendwie irgendwas Passendes erscheint, wo ich dann sage, ach, guck mal, da hier Dinge und bla 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 und dann fange ich an zu reden. Hm. Oh, jetzt ist wieder Stillschweigen. Na gut. Die ganzen Pappbecher muss ich nicht einsammeln. Muss ich eigentlich die Kästen auch noch irgendwo hin tun? Da hinten sind nämlich 3 gestapelt. Na, der muss auch weg. Nein, ja, der macht gerade keinen Sound, weil draußen ist wieder irgend so ein lautes Auto. Ich weiß nicht wieso. Warum? Warum? Warum habe ich hier nicht sauber gemacht vorher? Okay, ich glaube, ich tue doch mal ganz kurz unterbrechen. So, jetzt ist wieder Ruhe. Okay. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Und genau das ist das Problem hier in der ganzen Sache, irgendwie, wenn ich hier ein Thema angreifen möchte. Aber gut, egal. So. Hm. Mensch, das passiert doch immer wieder. Ich sollte mal den Schwamm hernehmen dafür. Na gut, das ist... Der ist doch schon voll. Vor allem sind wir jetzt eh schon fertig. So, dann haben wir noch hier 6 Möbel zum Verschieben. Einmal, zweimal. Hier ist noch ein Stuhl. Und hier ist noch ein Stuhl. Müssen wir die ganzen Party-Luftballons und Dinger nicht auch wegmachen irgendwie? Ach genau, wir haben eine Armbrust gefunden. So nebenbei erwähnt. Okay, hier ist noch ein Bierfass. Na? Jetzt steht da richtig einen noch. Also jetzt auch noch kaputt geht, wenn ich genau drüber renne. Frage, hier ist eine Leiche. Ach nee, da hinten ist die zweite.
war doch irgendwo gerade ein Beweis vorher. Hier. Armbrustbolzen. Er bekam einen Pfeil ins Knie. Naja gut, nicht ganz. Er bekam Bolzen ins Knie. Einst war der Junge ein Abenteurer. Einst war er ein Abenteurer. Genauso wie alle anderen, die hier gerade zugucken. Aber dann schoss ihn irgendeiner einen Armbrustbolzen ins Knie. Und seitdem liegt der Tod da. So soll das Leben keines Abenteurers enden. Na gut, was soll's. Okay. Ich muss auch langsam mal was essen irgendwie. Aber noch nichts gegessen. Aber gut, das ist jetzt aktuell bei meinem Diätplan, den ich habe, ist es so ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Hatte ich hier nicht noch einen Müllbeutel irgendwo rumliegen oder habe ich den schon weg? Scheinbar schon weg. Weil jetzt natürlich das mache ich wieder Intervallfasten. Ich finde, ich habe ein bisschen zugelegt. Und ich mache jetzt das Intervallfasten, wie ich gerade eben schon angesprochen habe. Und da tue ich halt eben nur zwischen bestimmten Uhrzeiten tue ich halt was essen. Da kann ich halt so viel essen, wie ich will. Und ja, das hilft auch. Es ist eigentlich nie gut, mit anzufangen, wie man essen tut und was man Sachen tut und Dinge. Blablabla, bla, bla, weil jetzt kommen wahrscheinlich... Vielleicht kann ich auf die Art und Weise auch ein paar Kommentare triggern. Von Leuten, die sagen, hey, du musst dich aber so und so ernähren und Dinge und das funktioniert und Ding hier. Anfangs funktioniert es nicht, ist schon klar. Im Grunde genommen, wenn ich immer so viel esse, wie ich will und Dinge halt, das ist halt eben nicht so funktionstabel. Aber ich muss dazu sagen, dass ich jetzt doch langsam auch merke, immer wieder, dass ja auch weniger ist. Und das ist ja im Grunde genommen das, was das Intervallfasten hervorrufen möchte. Ich kann zum Beispiel bis 6 Uhr abends tue ich jetzt meistens nichts essen. Und da tue ich halt dann auch nur ein bisschen was essen. Und ja. Naja, wie soll ich es denn sagen? Also ich esse nicht mehr so eine riesen Portion Sachen wie... Boah. Dazwischen ist es wesentlich weniger. Das ist ja im Grunde genommen das, was es wahrscheinlich helfen will. Hihihi. So, Müll haben wir komplett los. Hurra! Weil es ist halt eben so gewesen, es hat gestern meine Mutter Geburtstag gehabt. Da haben wir noch so viel Sachen übrig. Und ich bin eigentlich derjenige hier im Haus, der wo... sag ich mal... die Vaterrolle einnimmt, der wo halt immer das essen muss, was übrig ist. Und das ist halt jetzt im Grunde genommen halt eben sehr schlecht, sag ich mal. Ganz eine schlechte Kombination. Eine sehr schlechte Kombination. Wenn ich dann versuche, ich weiß, dass ich in der Zeit halt eben viel essen kann, aber es bringt halt auch nichts, wenn ich mich da vollstopfe, bis ich am Kotzen bin. Bringt's ja auch nicht. So, hier haben wir noch irgendwo einen Beweis. Ach ja, die Armbrustpfeile. That was a bold move. Ja, waren das nochmal mit dem? Are you satisfied now, Robin Hood? Das ist nicht Robin Hood. Robin Hood hätte geschossen. Robin Hood war der Schütze, wenn dann. Ich meine, irgendwo ist der Punkt ja da, dass man halt eben Essen nicht wegschmeißen möchte. Ist das drin? Gilt das drin? Voll auf die Nüsse. Irgendwo ist ja auch der Gedanke dran, dass man nichts wegschmeißen möchte, dass man möglichst ja, alles aufbrauchen möchte. Ich meine, man hat ja erstens Geld dafür ausgegeben. Zweitens, in anderen Ländern ist es ja so, dass die sich gegenseitig die Herzen rausreißen müssen, damit sie ein bisschen was zu essen haben. Und das ist halt eben, ja. Da ist im Grunde gut, wenn man so fette Leute hat, die wo
alles essen, was man denen gibt. Das sind nur rauen Mengen, weil dann geht es wenigstens weg. Bei mir ist es einfach so, ich habe es gestern eh schon zweimal gegessen, aber auch immer zweimal so, dass ich richtig voll war. Und das nachts eine. Aber im Grunde genommen war es genau das, was ich sonst immer gegessen habe. Von der Menge her. Also ich würde schon sagen, dass es schon funktioniert ist. Und da fast anfangs halt eben nicht. Aber funktioniert es eben nicht, weil man halt eben. Ja, sehr wenig halt eben zu nimmt, aber wenn man halt dann den. Weil dann im Laufe der Zeit eben die Portion immer kleiner wird und man automatisch immer weniger isst. Und den ganzen Tag halt eben nur, sage ich mal, von seinen Fettreserven halt eben lebt. Dann bringt es halt eben auch schon was. Willi Becher. Gibt's ja eigentlich Geheimnisse? Stimmt, hier ist Geld. Hier ist kein Geld. Life ist ziemlich viel. Was da nicht darauf reagiert, irgendwie was sagt. Warum ist es unten in der Spüle? Ah. Falls einige Leute fragen, wie das Intervallfasten funktioniert. Es ist im Grunde genommen so, ich habe eigentlich feste Essenszeiten. Das heißt, ich esse nur. Ich kann so viel essen, wie ich will, praktisch gesehen. Ich darf allerdings nur zwischen, na gut, je nachdem, wie man es halt eben nimmt, ich nehme die Hardcore-Version. Man darf nur 4 Stunden am Tag, am Stück, essen, was man will. Das heißt, praktisch gesehen, wenn ich jetzt so um, ja, sagen wir mal um 16 Uhr essen tue, oder was essen tue, dann darf ich halt bis 18 Uhr essen, was ich will, und danach halt eben nichts mehr. Offiziell nimmt man noch Getränke und so mit dazu, aber bei Getränken, da drücke ich ein Auge zu, sage ich mal. Noch mehr Geld. Bei Getränken drücke ich ein Auge zu, weil ich muss ja nicht alles mitmachen. Wo gehörst du eigentlich hin, Stuhl? Da hinten. Der Tisch muss erst noch verrückt werden. Dieser Tisch ist so verrückt. Und es soll eben dafür sorgen. Jetzt hat er eiskalt weitergemacht einfach. Soll eben dafür sorgen, dass halt eben der Körper halt so an die Essgewohnheiten eines Neandertalers, sage ich mal, rangewöhnt wird. Ich meine, Neandertaler hat er auch nicht immer, der hat ja nicht die Möglichkeiten gehabt. 8 von 9 Leichen? Ach ja, noch bringe ich ihn schnell weg. Er hat zumindest versucht. Der Neandertaler hatte nicht die Möglichkeiten gehabt, immer zumindest in den Supermarkt zu laufen, um dort halt eben was zu essen zu kaufen. Na gut, die Flintstones, die konnten das, aber die eigentlichen konnten es ja nicht. Na. Jetzt so. Aber die eigentlichen konnten das ja nicht und deswegen ist halt eben. Ja, deswegen mussten die halt eben, sag ich mal, schnell viel essen. Und dann möglichst von ihren Fettreserven halt eben leben. So ungefähr kann man das ausdrücken halt. Sie hatten halt eben auch einen kleineren Magen, das heißt, sie waren auch schneller voll. Dementsprechend und ja, im Grunde baute die ganze Diät halt eben auf diese Art und Weise halt eben auf. Und baut halt eben. Man tut halt eben auf diese Art und Weise sein. Ich weiß, ich fange immer wieder neu an, aber es liegt daran, weil ich hier gerade am Konzentrieren bin. Das hier. Und das hier. Sollte man den gleich durchwechseln. Wie gesagt, auf diese Sache tut es halt eben aufbauen. Auf das der Neandertaler, der hat halt eben nicht immer Zugriff zu der Nahrung gehabt, die er halt eben gerade haben möchte. Im Gegensatz zu uns hier. Ja, dann, natürlich ist ja klar, der hat auch keine fettreiche Nahrung, was weiß ich, halt eben gegessen. Der hat sich zum Beispiel keine Lasagne in den Ofen schieben können. Ist schon klar. Aber wie gesagt, der hat dann nicht den Zugriff zu 5 Lasagnen gehabt. Nicht, dass ich hier ständig Lasagne essen tue. Könnte ich eigentlich auch wieder mal machen. Keine schlechte Idee, so mal auf die Liste schreiben. Sondern ist halt auch eben.
So, dass das ganze Blut jetzt weg ist. Sehr schön. Das heißt, den hier brauchen wir nicht mehr. Ich wasche trotzdem noch einmal durch. Man kann ja nie wissen, wenn man doch nur irgendwie einen Fleck verursacht. Oder auszusehen, den in der Hand hat und dann hat man kurz auszusehen, links drückt. Passiert alles mal. Die Flasche bleibt im Bettchen. Die kommt hier hoch. Der Stuhl kommt hier raus. Hier liegt noch Geld. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die durch die Objekte noch scheinen würden. Die ganzen wichtigen Objekte. Gibt es hier irgendwo ein Geheimnis? Die kann ich nicht werfen. Da fehlt noch eine Shisha, die liegt hier hinten. Da liegt noch ein Geldbündel. Draußen ist noch die Leiter, aber hier ist noch irgendwas falsch verschoben. Okay, jetzt hat das Ding auf jeden Fall geholfen. Jedenfalls, das ist meine Art, wie ich mich in letzter Zeit ernähre. Und das ist halt aktuell ein bisschen doof gestrickt, halt eben, wie gesagt, weil es jetzt droht, dass wir so viel Essen wegwerfen müssen, leider. Gott, ist da keine nichts für. Ich hab's versucht. Na gut, ein bisschen haben wir ja noch. So, Partyhaus ist gesäubert. Schauen wir mal alles durch. Gibt's hier irgendwo ein Geheimnis? Es könnte verdächtig aussehen. Also sehen tue ich hier nichts. Und das habe ich auch immer wieder das Glück gehabt, dass ich die anderen Sachen zufällig gefunden habe. Kein Stop. Nee, also ja, ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier fertig sind. Ich weiß nicht, ob ich den Pool jetzt noch auffüllen kann. Muss etc. Weil hier komme ich irgendwie... Ich räume mal hier kurz frei. Jetzt das Stück vielleicht noch weg. Aber hier ist tatsächlich nichts zum Poolen. Füllen. Ah, okay, gut. Jetzt der Pool gefüllt. Ich dachte, ich muss hier nach so einem Ventilrad suchen. Ich dachte, ich muss nach so einem Ventilrad suchen. Okay, haben wir das auch erledigt. Gibt es noch keine extra Punkte vielleicht? Weiß ich nicht. Aber gut, wir haben es geschafft. So, die Hütten sind auch fertig. Hätten alle Aufgaben erledigt. Das Wasser, die Treppe müssen wir noch mitnehmen. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Haben wir eigentlich nur noch Waschbecken und dann sollte man eigentlich hier durch sein. Okay, so geht es auch. Aber den kann ich nicht zum Platzen bringen. Nur wegboxen. Nicht mit den Enten reden. Das ist eine. Dieser Busch ist kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo noch was ist. Ich weiß es einfach. Ich weiß nicht wo. Na okay. Tu mal nicht lang rumreden. So viel Zeichen, die man interessiert, ja, wo er recht hat. Na, auch schon aufgefallen, dass hier so viele Schilder sind und trotzdem sind so viele tot. Müll, Möbel. Sehr gut. Alle Beweise gefunden. Alle Leichen weggebracht. Sauber. Okay, wie viele Geheimnisse habe ich übersehen?
Eins mindestens. Hab genau eins. Ich wüsste aber auch nicht, wo die wäre. Also manche dieser Geheimnisse sind echt gut versteckt. Smells like Teen Spirit und Parties Owner. Errungenschaften freigeschalten. So. Hey, Dex. Daddy is a criminal now. But you're still a good boy. Wie sieht's Zimmer aus? Hat er schön eingerichtet? Okay, hat mir ein paar Pause gemacht. War ein bisschen faul heute, ne? Dann auch die Hühner-Doku. Hallöchen. I knew I could count on you. My daughter always gets into trouble and makes some kind of mess. That's when I come in handy. The greed is dead in the world. But I'm sure you know how daughters are, don't you? He must think we're the same. But surely we're not. Unlike him, I don't have any other choice. Or do I? Naja, zwischen euch keine Wahl mehr, würde ich sagen. So, ab ins Bettchen. Dirk, schlaf gut. Ach, weißt du was, der guten alten Zeiten. Guten alten Zeiten nehmen wir wieder nochmal ein schönes Drinkers IPA mit. One last touch. Helena, what would you think about your dad if you knew what he did to get it? Hm. Ja, mal gut eingerichtet, ne, Dex? Dad's working for a mob boss, but you're still a good boy. Hm, aber ordentlich gearbeitet hier. Haben wir hier andere Fliesen? Aufzimmer ist auch recht hübsch hier. Hier flackt ein Beutel Dünger rum. Okay, guck mal fern. Social bonds are vital to human well-being. They form long-term relationships, including familial, friendship and romantic connections, which are essential for emotional support and cooperation. Toolmaking is a defining characteristic. Na gut, ich bin ehrlich, mehr Menschen interessieren mich nicht. Ich hätte lieber eine Tierdoku gehabt. Okay, wir haben noch Fähigkeitspunkte. Und zwar, was hätte man gern? Was ist das hier eigentlich? Doppelte Bewaffnung. Sie können gleichzeitig zwei Schwämme verwenden. Hm. Okay. Hochdruckreiniger Wasser. Hier wollte ich machen. Den wollte ich auf jeden Fall dazu nehmen. Ein extra Eimer. Bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich nicht noch einen extra Eimer dazu nehme. Manchmal habe ich die doch lang suchen müssen. Nehmen wir die beiden mit, wenn sie was bloß ein Punkt sind. So, den Ultrainstinkt-Sinn. Reinigungssinn. Finden. Reduziert die Abklingzeit um eine Sekunde. Verlängert die Dauer um eine Sekunde. Ich glaube, Abklingzeit ist mir ein bisschen wichtiger. Okay, und hier kann man ihn ohne Einschränkung verwenden. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Werkzeuge. Haben wir voll. Ich würde den hier, zusätzliche Lampe, ich hätte gern den hier. Ach, das geht sogar. Okay, dann nehmen wir die hier noch mit. So, Hochdruckreiniger. Es ist schön, dass du da bist. Okay, das ist alles Zeit hier. Sie können einen zusätzlichen Schwamm mitführen, sie können einen zusätzlichen Mob mitführen. Hm. Erhöht die Zeit. Sorgfältiger Reiniger, Mob und Schwamm hinterlassen keine Blutflecken mehr. Okay. Hm. Zusätzlicher Mob, zusätzlicher Schwamm. Na gut, okay, ich denke, das passt soweit. Oh, wir müssen PC hingehen. So, ui, ist auch hübsch gemacht hier. Nur die Gitarre ist nicht da. Die Lady sieht immer noch so aus.
Moderne Kunst, Nacht. Ich glaube, dass meine Kunstgalerie nach der letzten VIP-Veranstaltung ihre Reinigungsdienste benötigt. Wir haben die gesamten Gebäude genutzt, daher könnte es... größtes Gebäude ist vierstöckig. Dabei könnte es einiges an Arbeit erfordern. Viele Leute waren beteiligt, so... Sobald sie angekommen waren, werden sie verstehen, was ich meine. Dieses Mal lief nicht alles nach Plan. Ich kann mir keine weiteren Fehler leisten. Ich habe bereits Ärger mit einigen wichtigen Leuten, also hoffe ich, dass sie mir helfen können, dieses Chaos zu beseitigen. T. Steht wer eigentlich im Internet? Irgendwo unter, oh Gott. Ich habe jemanden ermordet. Wen soll ich anrufen? Diese Nummer an. Hallo Papa, ich wollte dir mitteilen, dass ich anfange, mich besser zu fühlen. Die Ärzte sagen, die Behandlung wirkt und ich könnte öfter aus dem Bett aufstehen. Heute habe ich sogar an einer Gruppenaktivität teilgenommen und es hat Spaß gemacht. Es tat gut, wieder zu lachen. Ich muss es immer noch ruhig angehen lassen, aber es ist schön, Fortschritte zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und Zeit mit dir und Dexter zu verbringen. Ich vermisse euch jeden Tag. Ich hab dich lieb. Oh. Ich hab dich auch lieb, meine Kleine. Sah so aus, wenn es draußen gewittern würde. Na gut, dann gehen wir zum Auto. Na, haben wir die Leichen von gestern noch mit dabei. Moderne Kunst. 10 Leichen. Ein mörderisches Spiel wurde heimlich in der modernen Kunstgalerie in den Bereichen VIPs veranstaltet. Die Teilnehmer mussten sich gegenseitig töten, um den versprochenen Preis zu gewinnen. Battle Royale. Ist es eine Anspielung irgendwas? Ich überleg gerade. Seeing with my own eyes what these billionaires use their money for was disgusting. While some of us are trying to make ends meet, others find pleasure in some gruesome fun. The world really is just a playground for the rich. Ja, da sagst du was. Da sagst du was und dann heulen sie wieder rum. Zentrale Ausstellung. Cleaning artist reporting for duty. Wir schauen uns erstmal um. Okay. Garagenband. Ist kein Album, was ich kenne. Die Tür ist verschlossen. Maricello. Na gut, die Originalnamen dürfen sie ja, glaube ich, nicht verwenden. So, hier ist die Teppichgalerie. Komisch, ich hätte sie irgendwie mit einer Leiche gerechnet. Waschbecken, hier geht's nach oben und das Ding ist sehr riesig. Da ist ein Rex. Es ist eine VIP-Veranstaltung für morgen geplant. Sehen Sie es als Ihren freien Tag. Es ist nicht nötig, etwas auszuschalten. Die Techniker werden sich um alles kümmern. Wir werden uns am Montag. Wir sehen uns am Montag. Ruhen Sie sich damit aus. Manager. Never say no to a paid day off. Klar, warum nicht? Luftballon. Was liegt denn da? Kopf. Geld. Kann ich da rein? Ist das ein Geheimnis? Oh, hier werden die Geheimnisse sehr schwer zu finden sein, schätze ich mal stark. Spiel ein paar Gitarren. Errungenschaft freigeschalten. Ich dachte, ich spiele einfach mal mit. Erstaunlich, wie viele Instrumente man hier interagieren kann. Weiß ich nur nicht hier. Hier ist ein Schwanz von Rex.
Rexschwanz. Warte mal, den habe ich ja schon gesehen. Da wollte ich sowieso mal hingehen noch. Da ist er. I believe that none of them came here to admire the art. So eine Gemeinheit. Da passt doch gar nicht hin. Mir fehlt sogar noch ein Oberschenkelknochen. Hier. Jetzt, wie findest du hier Dinosaurier? Es ist übrigens wissenschaftlich belegt, dass Dinosaurier, also ein Tyrannosaurus Rex, so nicht klang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, hier ist ja alles gelb und rot. A way to spice up the bloodshed. Ah. Ist das wirklich hier so museumstechnisch? Und hier kommen wir in die wunderbare neue Galerie. Das ist die Gelbgalerie. Alles, was Sie hier sehen, ist gelb. Wow! Wow! Geil! Hier, guck mal, ein gelber Stuhl. Oh, schau mal da drüben, da ist ein gelbes Klo und ein Dinosaurierbein ist drin. Ach Mann. Hier, guck mal, Rexy, für dich. Okay, dann fehlt noch ein Ärmchen und halt der Schwanz hinten, aber der Schwanz passt irgendwie nicht hin. Ist das gar nicht sein... Oh. Ah, okay, da fehlt noch ein Stück. So. Keine Sorge, wir kriegen dich zusammen. Du sagst es, du hast übrigens nagelneue, schöne Zähne irgendwie. Die sind gar nicht versteinert. Hm. Mehrere Schädel. Eine ist auf jeden Fall ein Smilodon. Was wollte er hier machen? Oh, das Ärmchen. Oh, 32 Minuten. Ja, okay, sein Schulterblatt fehlt noch. Sein Schulterblatt fehlt noch. Ohne kommen wir nicht weit. Mensch. Mensch, 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 es schmerzt. Was ist das hier? Nordausstellung. Das wurde hier ausgestellt. The dinosaur went on a killing spree. Was ist das überhaupt? Ach, das ist ein Zeh. Oh. Da fehlt hier noch ein Zeh. Boah, das ist ja. Da ist viel zu tun. Na gut, ich schätze, wenn wir nicht die Folge zusammenkriegen. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Was haben wir hier? Ein Raptor? Nee, ist kein Raptor. Na, wobei, vielleicht doch. Eigentlich möchte ich den Dino auch fertig kriegen, wenn ich ehrlich bin. Oberer Durchgang. Na, die wurde nicht gestohlen. Na gut, gestohlen wurde hier gar nichts. Da ist noch ein Stück Dino. Ich werfe jetzt einfach mal hier runter, dann fehlt noch Schulterblatt und ein C. Den möchte ich noch fertig machen, den Rex. Den möchte ich noch fertig machen. Cafeteria. Da können wir uns nebenbei so noch ein bisschen umschauen, dann haben wir hier einfach die Umschaufolge hier. Looks like a VIP area. But shouldn't it be off limits? Hm. So. Aber jetzt hat er keine Einschränkung mehr. Okay, mal sehen. Ist hier noch irgendwo ein Stück vom Rex?
Dass mir das irgendwie mehr interessiert als die ganzen Leichen hier. Ja, super. Leichen sehe ich hier ja täglich. Crystal Meth sehe ich auch täglich. Da ist einer, der hat die gute Gitarre genommen. Eine gute Gibson Les Paul. Erster Mord. Barry Barrel, 7000. Erstes Opfer, Nicole Cherry, 10.000. Die meisten Morde, Yasuke Yuzuki, 20.000. Letzte Überlebende, Nick Knight, 40.000. Geheimes Zimmer finden, 5.000. I guess you can put a price on human life. Und es gibt ein geheimes Zimmer. Und hier ist ein gelber Stuhl. Das heißt, die ganzen Sachen sind ja auch alle durcheinander. Ich glaube auch, diese Gitarre hier auch nicht gehört. Aber gut, wie gesagt, wir sind hier auf einer wichtigen Mission. Wir wollen den Ex wieder zusammenbasteln. Aha. Illusion of choice. Was ist das denn? Das Schulterblatt. So ein C. Auch noch ein Teil vom. Wow, super, was ist das für eine Ausstellung hier? Oh. Und hier mal die große Türausstellung. Aber irgendeine Tür muss dann wohl richtig sein, schätze ich mal. Hier zum Beispiel. Irgendwie muss ich gerade an diese Simpsons-Szene denken, wo die Streikfolge da. Warum er da bei. It's not how it usually works. Das Geschenk der Schuld. Warum er da bei Mr. Burns war und dann auf die Toilette muss, da ist auch erstmal jedes. Da auch beschrieben. Wo ist die Toilette? Ja, gleich den Gang links runter. Okay, mach ich. Weil ist auch gerade die Tür aufgemacht. Nein! 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 Praise the Duck Lord. Am Ende. Und haben sie die. Und haben sie. Aha. Das sind auch jede Menge Anspielungen hier. Und haben sie die Toilette gefunden? Ja. Warum habe ich damit gerechnet? Bin trotzdem durchgerannt. Eine Kassette. Viel Glück beim nächsten Mal. Is it really that funny to the almighty VIPs? Warte mal. Machen wir hier oben erstmal sauber, dann brauche ich hier nicht mehr herrennen. Ups. So, gib mir mal dein C hier. So, und jetzt fehlt bloß noch das Schulterblatt. Weg, du Stuhl! Please, don't come back to life. Na gut, alles, was wir bis jetzt begegnet sind, war immer tot. Plesiosaurus! Like die ist sehr riesig, die Veranstaltung. Hier sind Triceratops. Oh, ist das süß. Deinontius. Glaube ich. That must have been a terrible joke. Naja, aber wenn sie einen Kill damit machte. Nee, die Morphodon hieß der. Kann ich mal sehen. Samurai-Schwert. Die ganzen Enten hier, die haben auch irgendwie so eine Anspielung. Irgendwelche Filme hier. Das ist Spider-Man. Auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Das ist Shining. Und das ist, Saw, wollte ich gerade sagen, aber Saw ist es nicht. Das ist, scheiße, wie ist denn das nochmal? The Ring. Ist hier noch irgendwo. So, und sehen Sie heute die Basketballkorb-Ausstellung. Wir haben hier Blattkörbe,
Marmorkörbe, Seidenkörbe, Ziegelkörbe. Oh, ah, oh, ah, oh, toll. Oh, 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 guck mal da oben. Da hoch. Ist da oben das Schulterblatt? Sehen Sie nun die Toaster, Fernsehausstellung. Jetzt irgendwie ist hier so das verrückte Labyrinth hier. Okay, ich finde das Schulterblatt nicht. Ein Schwanzstück. Jetzt haben wir schon 40 Minuten. Hier waren wir noch nicht oben. Geld? Wo sind diese Dosen eigentlich? Okay, und hier war dieser andere VIP-Bereich da. Ach, hier ist noch eine Tür. Bild, Person, die schaut runter. Na gut, okay. Dann werde ich hier, jetzt aufgeben. Sag ich mal, den Rex zu suchen. Es sind mindestens zwei Teile, die ich noch brauche, also so gesehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Crime Scene Cleaner wieder. Sekunde. Jemand hier habe ich ja den Schwanz ergatt. Und sehen wir uns in der nächsten Folge von Crime Scene Cleaner wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.